Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute mal zu einem unglaublich genialen Szenario von den Beleuchtungsverhältnissen oder Belichtungsverhältnissen her. Aber darum geht es mir heute nicht, das ist mir so egal, denn Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, absolut geil. Leute, was für ein Tag. 19 Jahre hat es gedauert, ich war da gerade mal geboren, als Hannover das letzte Mal ein Derby gewonnen hat gegen den BTSV. Und heute, ja, war es das zweite Mal und das in meinen Augen mehr als verdient. War ein geiles Spiel und ich möchte nur ein bisschen dieses Spiel hier in diesem Video Revue passieren lassen. Und ja, ich würde sagen, damit fangen wir direkt mal an. Wunderbare Voraussetzung, heute Morgen Regen, das war nicht so schön. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das Wetter so ein bisschen gekippt ist. Und so typisches Aprilwetter war auch während des Spiels. Ja, es war mal Sonnenschein, mal war Regen, mal war Wind, mal war bewölkt. Aber das hat die Spieler nicht wirklich beeindruckt, beziehungsweise hat sie nicht wirklich beeinflusst. Beim Aufwärmen nicht und beim Spiel dann selber auch nicht. 4000 Gästefans aus Braunschweig. Ich habe aber nicht mitbekommen, dass es irgendwo Randale gab außerhalb des Spiels, beziehungsweise außerhalb des Stadions. Kann natürlich immer sein, dass ich sowas nicht mitbekomme, aber ansonsten, also was ich mitbekommen habe, war sehr, sehr friedlich und das ist friedlich. Und das ist vollkommen okay und das freut mich natürlich auch, weil das ist schön, wenn das Ganze natürlich mit dem gewissen Hass und der Aggression abgeht, ja, im Stadion und da, wo es hingehört, auf dem Platz, aber außerhalb halt nicht zu Schlägereien kommt oder großartig irgendwas. Kommen wir direkt zum Spiel. Ja, 96 hat 42.700 Karten verkauft, dementsprechend war das Stadion nicht komplett voll, aber das hat man nicht wirklich gemerkt, weil die Stimmung gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut war, auch schon vor Anpfiff. Sehr, sehr schöne Choreografie vorbereitet von der UH bzw. von den Fans. Ganz, ganz stark, Kampf und Sieg, das war ja selbst ausgerufen, dieses Motto, und das hat auch gut funktioniert, denn 96 war von Anfang an die bissigere Mannschaft, in den Zweikämpfen sehr, sehr stark, hat wenige Zweikämpfe abgegeben und sehr, sehr viele gewonnen. Gerade Füllkrug in den Kopfballduellen sehr, sehr aktiv, Harnik war ein bisschen unauffälliger, aber Füllkrug hat es dafür gut gemacht. Und auch das Spielerische war auf jeden Fall da, die spielerische Komponente. Ich weiß nicht wirklich, was für ein System wir gespielt haben, bis jetzt noch nicht, weil es sah irgendwie so aus, teilweise Dreierkette, weil Anton mit nach hinten ins Zentrum gegangen ist, teilweise Viererkette, weil Sorg und Alban als Außenverteidiger gespielt haben, teilweise gefühlt auch Fünferkette, weil halt die drei Innenverteidiger da waren und dann die beiden Außenverteidiger, dann aber auch wieder 4-3-3 mäßig, weil Anton im zentralen Mittelfeld gespielt hat und irgendwie aber Pripp dann auch wieder überall auf dem Feld aktiv war, Bakalor zum Spieler, also so gesehen 4-4-2 irgendwie, ich habe keine Ahnung, ob es halt perfekt funktioniert. Es ist wunderbar aufgegangen. Also Breitenreiter mit einem taktischen Meisterwerk gegen Braunschweig hat auch gut funktioniert. Bin mir sicher, das wird gegen beispielsweise den nächsten Gegner Aue nicht funktionieren, die momentan ja auch im Aufwind sind. Aber gegen spielstarke Gegner, was Braunschweig ja normalerweise ist oder sein sollte, was wir heute nicht gezeigt haben, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, Zweikämpfe waren auf jeden Fall auf 96-Seite. Schöne Passkombinationen, nicht so die dicken Chancen, muss man sagen. Aber Braunschweig hatte auch keine. Die erste größere Gelegenheit, beziehungsweise die erste ansatzweise Gelegenheit, war ein Freistoß von Pripp, den Füllkrug verdeckt hat, den Fejsic gehalten hat. Auf der anderen Seite gab es einen Kopfball von Gustav Waldzwick, war es, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Der ist auch groß, aber da sah Czauner nicht so gut aus. Allgemein bei den Standards war Czauner nicht so sicher, aber trotzdem wieder ein guter Rückhalt gewesen. Und 6 Spiele in Folge gegentorlos. Das ist Rekord bei 96. Auch schon 5 Spiele waren Rekord. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, und dann ging 96 nach vorne, es gab einen Freistoß auf der rechten äußeren Bahn und der wurde in der Mitte gebracht von Pripp. Fejsic rutscht das Ding durch die Finger, Anton schießt nochmal drauf, abgewehrt Eckball und aus der Ecke Füllkrug mit dem perfekten Kopfball, weil Braunschweig im Raum deckt, perfekte Gelegenheit einzuköpfen, macht er auch und ja, 1-0. Große Freude, perfekte Reaktion, mega geil. Ich habe ein bisschen was aufgenommen, allerdings mit meinem Handy und das zeige ich euch natürlich nicht. Das ja, gibt es hier, solange ich noch in Deutschland bin, wohl leider nicht mehr, auch wenn es mir selber nicht gefällt. Ist immer die große Frage nach Stadion-Vlogs. An mir liegt es nicht, aber sie kommen nicht mehr. Solange ich in Deutschland bin, wenn ich in England bin, werden sie wohl kommen, wenn ich zu Newcastle ins Stadion gehe. Aber da gibt es auf jeden Fall Matchday-Vlogs, wenn ich in die Pubs gehen sollte. Je nachdem, wie es halt passiert oder wie es halt passt. Oder wenn ich mal zur Champions League fahre oder so in England, kann ja auch durchaus sein. Ansonsten, ja, danach, 96, natürlich euphorisiert von dem Treffer. Füllkrug sehr, sehr stark, teilweise mit ein bisschen übertriebenen Aktionsradius, aber nichtsdestotrotz ordentliche Leistung von ihm und auch von den anderen Spielern. Also gerade Oliver Sorg muss man hervorheben, der hat eine unglaublich gute Partie gemacht. Und hat keinen Fehler gemacht. Allgemein kaum Zweikämpfe verloren. Braunschweig hatte kaum Gelegenheiten. Hätte einen Elfmeter vielleicht bekommen müssen, weil Harnik im Zweikampf blöd hingegangen ist nach einem Freistoß. Aber ansonsten gab es nicht sonderlich Gefährliches, muss man ganz ehrlich sagen. Schuss ans Außennetz. Und 96 hatte zwar auch nicht die Riesengelegenheiten, abgesehen von Pripps Schuss, der abgewehrt wurde, wo Harnik den Nachkopfball reinmachen muss. Und Pripp hatte noch eine Gelegenheit. Aber ja, war okay. Sie haben sehr solide gespielt.
Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und dementsprechend stehen wir jetzt wieder vor Braunschweig 2 Punkte und haben sehr, sehr gute Ausgangsposition. Der erste Derby-Sieg seit 19 Jahren, der sollte euphorisieren. Und wenn wir nächste Woche gegen Aue nachlegen können, dann sieht das sehr gut aus mit dem Aufstieg. Vorausgesetzt, dass Braunschweig nicht gewinnt, aber selbst wenn Braunschweig gewinnt, stehen wir ja noch vor denen. Vorausgesetzt, wir gewinnen. Und ich hoffe einfach, dass wir alle verbleibenden Spiele gewinnen. Gegen Stuttgart im Idealfall auch gewinnen oder halt einen Punkt holen. Und dann wäre der direkte Aufstieg über sie mehr zu nehmen. Und das wäre sehr, sehr schön bei Relegation. Ungerne bei den Teams, die momentan unten drinstehen in der Bundesliga. Auch sehr spannend, aber da rede ich im Bubble-Time-Vlog. Nicht im Bubble-Time-Vlog, im anderen Vlog, der morgen oder am Montag oder so kommt. Auf jeden Fall rede ich dann irgendwann darüber. In dem separaten Daily-Vlog sozusagen. Das hier geht nur um 96. Und ja, mehr gibt es nicht zum Derby zu sagen. Die Stimmung war klasse auf den Rängen. Sehr, sehr gut nach dem Spiel. Große Party. Das Stadion war sehr gut leer. Wegen den Pufferzonen, Pufferblocks, die eingerichtet wurden. Dementsprechend hat es schön geheilt. Als dann Humba Humba angestimmt wurde und beispielsweise ein scheiß Eintracht Braunschweig, Eintracht verrecke, Derby-Sieger und so weiter und so fort. War sehr geil. Danach die Stimmung in der Nordkurve, also in der Bar direkt vor dem Stadion, auch sehr schön. Frühlingsfest war auch in Ordnung. Es gab keine Ausschreitung, soweit ich es mitbekommen habe. Zumindest nicht im direkten Stadionbereich, wo ich halt mich aufgehalten habe. Und von daher, schönes Derby, geiler Sieg. Gute Stimmung und ich bin einfach nur erleichtert, dass dieses Spiel jetzt vorbei ist und jetzt konzentrieren wir uns auf die nächsten Aufgaben und dann hoffentlich auf den nächsten Sieg, auf die nächsten 3 Punkte und auf dem Weg zum Direktaufstieg. Das war's von diesem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr 96-Fan oder BS-Fan seid, wie ihr diesen Derby-Tag so erlebt habt. Beste Grüße gehen raus an alle Hannoveraner unter euch und lasst auch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir eure Meinung rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin so erleichtert. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Derby-Sieger und ciao.